Hallo meine Lieben, ich grüße euch wieder von der Isar. Es ist Tag 50 meiner Special Challenge. Ab Montag gibt es für uns alle wieder sehr viele Lockerungen. Der Kunst- und Kulturbereich darf aufatmen. Die städtischen Museen in München werden wieder geöffnet. Die Gastronomie unter bestimmten Auflagen im Laufe des Monats. Also wir kehren ganz, ganz langsam und sachte in eine Normalität zurück. Natürlich alles mit den besonderen Auflagen, die wir einhalten müssen. Nach wie vor Abstand halten und die Masken tragen. Sobald ihr geschlossene Räume betretet, bitte die Masken aufsetzen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Sollte die Kurve mit der Lockerung ansteigen, wird es garantiert wieder neue Einschränkungen geben. Also reißen wir uns zusammen, damit wir das Leben wieder mehr genießen können. Und damit ist auch der Zweck meiner Challenge erfüllt. Ich wollte euch durch die harte Zeit durchbegleiten, euch mitnehmen, einen kurzen Moment die Gedanken auf etwas anderes richten als nur das beklemmende Eingeschlossensein. Ich freue mich über jeden, der mitgegangen ist oder ab und zu bei mir vorbeigeschaut hat. Ich bedanke mich bei allen Freunden, die mich unterstützt haben. Ich nehme euch heute nochmal mit an die Isar und morgen gibt es einen Abschied. Man sieht keine Flaschensammler mehr an der Isar. Das muss alles von städtischen Angestellten entsorgt und gereinigt werden. Bedauerlich ist, dass überall wieder Scherben liegen. Wenn die Barfußsaison beginnt, ist es gefährlich, hier am Ufer zu gehen. Psychologen gehen davon aus, dass der Mensch so ein Gewohnheitstier ist, dass auch wir wieder bald in unsere alten Gewohnheiten zurückfallen und dass die Veränderung aufgrund des Virus minimal sein wird. Es wird sich zeigen, denn es ist eine ganz bewusste Entscheidung des Menschen, ob er einfach in die alten Gleise zurückgeht oder ob er sich überlegt, etwas zu verändern. Wenn man etwas verändern möchte, muss man es sofort tun. 2 oder 3 Wochen später macht man es nicht mehr und 2 oder 3 Monate später hat man es längst vergessen. Also es liegt in unserer Hand. Will jeder die Veränderung in seinem persönlichen Leben wagen oder will er einfach zurückgehen? Möglicherweise wird man feststellen, dass man nicht zurückgehen kann und dann wird es schwierig, wenn man keinen Plan B hat. Es ist Vormittag und noch wenig los hier an der Isar, denn die Leute sind mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Einkaufen und machen das, was sie einfach immer samstags gemacht haben. Denn jeder weiß, dass ab Montag ein großes Stück Normalität zurückkehrt. Ich verabschiede mich hier von euch, wünsche euch einen guten Tag, Gesundheit und freue mich, wenn ihr morgen am letzten Tag dabei seid. Alles Gute, eure Maria. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, einen Daumen hoch oder einen netten Kommentar. Vielen Dank.